und er kommt auf 103,5 Meter. 103,5 Meters. Das ist für ihn momentan Platz 12. Mit der Startnummer 53 aus Norwegen, der Viertplatzierte von gestern, Roar Ljøkelsøy. Number 53, Roar Ljøkelsøy, Norway. Vierfacher Skiflug-Weltmeister. Wenn wir auf seine Weltcup-Starts schauen, 346 an der Zahl. Und uns kriegt ein ganz kräftiges Ziel. Und auch er redet heute wieder ein Wörtchen mit. Er will natürlich nicht so knapp wie gestern am Podest vorbeischlammen. Zweitbeste Weite, 112 Meter. 112 Meters. Damit momentan Zweiter hinter Jan Matura. Es folgt die Startnummer 54, Maciej Kot aus Polen. Number 54, Maciej Kot, Poland. Momentan also Jan Matura in Führung vor dem Norweger Roar Ljøkelsøy auf Kai Kenneth Skandles. Hupfer. Der Springer vom ACDS Zakopane. 81 Meter, 81 Meters, damit nicht im Finaldurchgang dabei. Weiter geht es mit dem Slowenen, Startnummer 55, Robert Rota. Number 55, Robert Rota, Slovenia. Gestern belegte der Slowene Rang 11. Kam auf Weiten von 110,5 und 106 Meter und im ersten Durchgang heute 104 Meter für Robert Rogota. 104 Meters. Nun wird es wieder etwas lauter werden, denn am Anlauf steht der Sieger von gestern, Startnummer 56. Severin Freund, Deutschland. Der Springer vom BSV Rasbücke. Severin Freund 107,5 Meter. 107,5 Meters. Damit sicher im Finaldurchgang, muss er von hinten ein bisschen angreifen. Achter Platz momentan. Es folgt die Startnummer 57, Stefan Thurnbichler, Österreich. Number 57, Stefan Thurnbichler, Austria. Er wird wieder aufs Podest wollen, wie im Vorjahr. Stefan Thurnbichler, der 25-Jährige vom Kitzbühler Skiclub. 105,5 Meter. 105,5 Meter. Das ist für Stefan Thurnbichler momentan Rang 13. Wir kommen zur Startnummer 58. Julian Musiul, Deutschland. Number 58, Julian Musiul, Germany. Gestern 18. Heute hat er eine bessere Ausgangsposition. 110 Meter im ersten Durchgang. 110 Meters. Und das ist momentan Rang 4 hinter Kenneth Kangnes vor Rafał Schlisch. Wir kommen zur Startnummer 59, Lukas Müller, Österreich. Number 59, Lukas Müller, Austria. Er ist 17 Jahre amtierender Junior-Weltmeister im Team und im letzten Jahr
Plätze 1 bis 3 hier in Brotterode. Heute im ersten Wertungsdurchgang 104 Meter. 104 Meters. Momentan Rang 15 hinter Stefan Thurnbichler. Es folgt die Startnummer 60, Andreas Stjernen aus Norwegen. Number 60, Andreas Stjernen, Norway. So, an dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich unsere Skisportfreunde aus Flo, 15. Die Familie Groß. Zusammen mit Rocke Simmer. Andreas Tjernen mit 106,5 Metern, 106,5 Meters. Damit ist er momentan auf Rang 10 hinter Severin Freund. Mit der Startnummer 61, Markus Eggenhofer, Österreich. Number 61, Markus Eggenhofer, Austria. Markus Eggenhofer momentan in der Cup-Wertung auf Rang 4. Gesamtwertung momentan 4 Österreicher in Front. Markus Eggenhofer, wie gesagt, Gesamtwertung Rang 4. 103 Meter im ersten Durchgang. 103 Meters. Damit momentan auf 20. Mit der Startnummer 62 auf dem Balken Manuel Fettner, ebenfalls Österreich. Number 62, Manuel Fettner, Austria. Er belegte gestern Rang 6, Weiten von 108 und 112,5 Meter, Manuel Fettner. Wie weit war's? 113,5 Meter Bestweite. 113,5 Meters. Und damit geht er an die Spitze vor Jan Matura und Roar Ljøkelsøy. Zwei Springer sind noch am Anlauf. Die Startnummer 63 zunächst, Michael Heiberg, Österreich. Number 63, Michael Heiberg, Austria. Amtierender Junioren-Weltmeister im Einzel. Auf 109,5 Meter. 109,5 Meters. Michael Heiberg damals auf Rang 5 vor Julian Musiol. Und der Führende in der Gesamtwertung ist noch am Anlauf. Zweiter gestern, die Startnummer 64, David Unterberger, Österreich. Number 64, David Unterberger, Austria. David Unterberger hat momentan in der Cup-Wertung einen Vorsprung von 199 Punkten. Gestern auf Rang 2 mit 115 und 118,5 Meter. Heute ging es nicht ganz so weit. Wir notieren für David Unterberger 99,5 Meter und damit hat er heute leider wahrscheinlich den, ja ganz knapp, den zweiten Durchgang, den Finaldurchgang verpasst. Platz 31. 99,5 Meters. Ja, ich bitte am Anlauf und am Schanzentisch und auch im Auslauf noch aufzupassen. Die Vorspringer kommen jetzt noch runter. Wir schauen noch einmal auf das Ergebnis.